Leute, ich komme einfach nicht drauf klar. Ich komme nicht drauf klar, was ich hier alles für gutes Zeug kriege. Also ich, mein Ernährungsplan ist jetzt sicher, ich esse einfach das, was da ist. Und diese Bananen zum Beispiel, also rat mal, was ich für den ganzen Haufen hier bezahlt habe. 10 Euro. Das ist das. Ich komme einfach nicht drauf klar. Ich habe da keine Worte für. Das ist so guter Stuff. Die beiden Kisten Bio-Bananen, das sind halt reife Bananen, die sind noch nicht mal vollreif, haben halt nur so ein paar Punkte. Die hier sind vollreif, können sogar noch mehr Punkte haben. Und das sind sogar Bio-Bananen. Und das Preisschild von, die hatten so viele Kisten Bio-Bananen im Lager, also wie gesagt in diesem Gartencenter, der direkt mein Nachbar ist. Also die haben bestimmt da noch 12 Kisten Bio-Bananen stehen und die sagt, das kauft einfach keiner. Einfach fast niemand. Die hat so vielleicht 3, 4 Leute in der Woche, die ein bisschen davon kaufen. Und das Preisschild, das besagt schon 50 Cent pro Kilo. Und das dauerhaft. Für Bio-Bananen, das hab ich noch nie irgendwo gesehen. Im Laden kosten ja, also schon im Discounter kosten ja schon mindestens 1,60 € oder 1,70 € pro Kilo. Und im Bioladen natürlich noch mehr, um 50 Cent. Und ich habe ja auch noch Geschenk gekriegt. Die Avocados, die kosten 30 Cent pro Stück. Dann habe ich Geschenk gekriegt. Diese Kiste, außer die drei Drachenfrüchte, oder wie die dann benannt wurden, Stachelfrüchte, die waren auch 30 Cent oder 33 Cent pro Stück. Trotz des Plastiks leider. Dann habe ich diese Kiste hier Geschenk gekriegt mit den ja, 4 Auberginen. 5 Gurken, Karotten, noch ein bisschen Salat und ja, das, wie gesagt, also die Gurken kann man halt ein bisschen eindrücken, die Auberginen sind reif, die Möhren muss man schälen, aber es ist halt total good stuff, sage ich mal. Dann habe ich komplett die Birnenkiste geschenkt gekriegt, auch mit den Salaten hier noch. Also noch 4-mal Salat dabei. Und die sind halt auch reif, kauft deswegen keiner, genau wie die Bananen. Ich habe noch mehr Geschenk gekriegt. Also die Papaya habe ich mir so geholt. Ich war auch froh, dass die jetzt auch Papaya hatten, meine Lieblingsfrucht, für 60 Cent pro Stück. Ich habe mir gestern noch eine im Aldi für 2 Euro geholt. Ich hatte mir nur eine geholt und ich weiß gar nicht, warum ich noch woanders einkaufe. Also ich meine, die letzten 4 Wochen hatten die keine Bio-Bananen, auch keine Papaya, auch keine Hass-Avocados. Aber jetzt haben die halt und auch wenn die nicht haben, habe ich mich halt entschieden, ich esse einfach das, was sozusagen da ist und weil ich da halt geschenkt bekomme und brauche dann halt nichts mehr zusätzlich einkaufen. Ich habe eine Kiste Tomaten geschenkt gekriegt und ich stehe auch total auf Tomaten. Und ein Salat hat bei mir mindestens 6 Tomaten drin. Ja. Die kann ich auch so einfach snacken oder halt eine Tomatensoße, eine rohe Tomatensoße draus machen. Und die Paprika habe ich mal gekauft. Ein bisschen mehr Fruchtgemüse insgesamt. Mir fällt das einfacher, mit Fruchtgemüse roh zu bleiben insgesamt. Das sättigt mich auch gut und befriedigt sozusagen. Ja, ansonsten habe ich halt wirklich nur die Papayas geholt für 60 Cent pro Stück, die Paprika und die Kiste Avocados und habe insgesamt halt 10 Euro bezahlt und habe den ganzen Stuff gekriegt. Also so fällt es doch wirklich einfach, roh vegan zu sein, muss ich sagen. Besonders mit den Bananen. Das sind aufbauende Früchte. Das sind sehr sättigende Früchte, auch kalorienreiche Früchte. Und im Prinzip, die sind, Bananen sind zwar allgemein überzüchtet, aber ich, wie gesagt, ich esse jetzt einfach das, was da ist und ich beschwere mich kein bisschen. Das ist für mich so richtig das Paradies und die Chefin da ist halt auch wirklich froh, wenn die es halt nicht wegschmeißen muss. Also die bereit, hat mir das sogar vorbereitet noch da zum Mitnehmen und so weiter. Ich ziehe zwar in 2 Wochen um, so 20 Kilometer weiter weg, aber ich werde auf jeden Fall mit Fahrrad und Anhänger dahin fahren. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe da zwar auch, wo wir hinziehen oder wo ich hinziehe, ein Naturland, also Biobauernhof, wo ich dann regional alles beziehen kann, aber ich habe auch momentan keine Probleme damit, einfach das zu beziehen, was schon da ist und sonst weggeschmissen werden würde. Optimaler, also damit richte ich halt insgesamt in Anführungszeichen weniger Schaden an, aber optimaler finde ich es noch, wenn man darüber hinaus noch ja, in dieser positiven Bilanz was bewirkt. Also wie soll ich das erklären? Ich mache es mir unheimlich kompliziert, sorry. Also
Ich bin dann sozusagen damit aus der negativen Bilanz ein bisschen raus, aber wenn man halt zum Beispiel selber regionales Obst produziert und bezieht und vielleicht auch vertreibt, dann unterstützt man sozusagen noch positive Dinge. Das wäre dann noch optimaler, aber momentan, also ich fühle mich momentan in so einer Übergangsphase und ich weiß, dass die meisten Menschen ja noch nicht mal so leben, damit habe ich auch kein Problem mit. Es geht nur darum, dass ich selber halt glücklich mit meinem Lifestyle werde und meine Pläne und meine Vorstellungen auslebe. Und momentan ist so halt so eine Übergangsphase, da habe ich gar kein Problem damit, einfach das zu verwenden, was halt da ist. Das finde ich sogar noch gut. Ja, die Leute, die kaufen halt sowas nicht, die interessiert das nicht. Und besonders hat die Verkäuferin mir gesagt, oder die Chefin, dass sie, wenn da ein Bio drauf ist, dann kaufen die das weniger. Und das verstehe ich überhaupt nicht. Und bei solchen Dumpingpreisen von 50 Cent pro Kilo, und die will das noch weiter runtersetzen. Also ich weiß gar nicht, wie die das mit dem Einkaufspreis dann handelt, wie der Einkaufspreis ist. Ja, die Menschen, die wollen halt immer, oder die Leute allgemein, das liegt also eigentlich nicht an den Supermärkten. Also für mich haben eigentlich beide Seiten ein bisschen Verantwortung, aber bei den Kunden ist es halt so, dass die halt wirklich eine perfekte Ware haben wollen. Es soll perfekt aussehen, deswegen werden Früchte und so weiter und Gemüse auch auf Aussehen gezüchtet. Und deswegen werden halt reife Bananen mit Punkten auch nicht mehr verkauft, obwohl die dann erst reif sind. Dann wundern sich die Leute, warum sie halt Verstopfung kriegen, weil sie unreife Bananen, unreife Früchte essen. Und die wollen natürlich auch immer volle Regale haben und so weiter. Einfach alles Optik. Und das ist halt von der Realität leider ziemlich weit entfernt, vom Boden der Realität ziemlich weit entfernt. Und die Leute merken es noch nicht mal wahrscheinlich. Und deswegen passiert es halt, dass dann sehr viele Sachen übrig bleiben, weil die Regale immer gefüllt sein müssen, aber gar nicht so viel gekauft werden kann. Die Früchte immer perfekt aussehen müssen, deswegen halt reife Früchte dann rausfallen. Und allgemein, dass die Leute sich halt wenig für Obst und Gemüse interessieren, aber trotzdem halt diese Optik gegeben werden muss, dass dann immer alles voll ist. Und auch, dass immer sehr viel Auswahl sein muss. Das Saisonale, Regionale, das reicht ja nicht. Es muss immer sehr viel Auswahl sein, zum Beispiel die Papaya, die ich jetzt auch gekauft habe. Für den Preis, ey, scheiße. Also ich habe aber trotzdem das Ziel, regional im Grunde zu holen und dazu dann das, was halt da ist und was sowieso weg müsste. Tomaten ist halt momentan überhaupt nicht die Saison, aber ich nehme es gerne, wenn es halt ansonsten wegkommen würde, und die Avocados und Papaya habe ich mir jetzt trotzdem geholt. Ich bin halt auch nicht perfekt. Aber muss auch nicht sein. Okay, nicht künstlich in die Länge ziehen. 10 Euro genialer Rohkosteinkauf. Bis dann. Ciao.